Moin Leute, ich bin Marc von Harley-Davidson Hamburg Nord. Wir haben hier heute einen Panamerika-Umbau. Wir dachten, wir lehnen diese Maschine ein bisschen an die Rallye-Fahrzeuge an, die man so kennt aus den Desert-Rallies und so weiter und so fort. Wir haben hier einen 7 Zoll LED-Scheinwerfer verbaut mit einer Abdeckung. Dann haben wir hier einen Castec Endtop verbaut, damit man auch, wenn man unterwegs ist, einen schönen Klang hat. Wir haben hier einen verkürzten Heckfender mit einer doppelten Rückleuchte. Sieht man jetzt von eurer Perspektive nicht, aber das blenden wir euch später noch mit ein. Dann haben wir hier hinten drauf noch einen kleinen Gepäckträger mit einem Netz. Da befindet sich unsere Werkzeugtasche, falls ihr mal irgendwie was habt, Kette nachspannen oder was weiß ich. Des Weiteren haben wir hier noch einen 1,5 Liter Spritkanister, falls ihr mal irgendwie doch ein Stück weiter von der nächsten Tankstelle entfernt seid. Ja, was soll ich noch groß zu dem Motorrad sagen? Wir haben hier noch Rallye-Nummern dran. Haben wir jetzt erstmal von Harley-Davidson die Nummer 1 genommen, weil wir die Nummer 1 sind. Und dementsprechend, wenn ihr da noch was anderes drauf haben wollt, dann lässt sich da auch drüber reden. Ansonsten, wenn euch das Motorrad interessiert, kommt gerne vorbei, schaut es euch an. Und wenn es euch gefällt, soll es eure sein. Für weitere Informationen schaut gerne auf unserer Homepage vorbei oder auf Social Media. Lasst auch da gerne ein Abo oder ein Like da. Ansonsten könnt ihr gerne, wenn ihr euch für unsere Gebrauchten interessiert, gerne auch mal bei Mobile abchecken, was wir im Moment da haben. Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite. Wir haben am 25.11. noch ein Open House. Könnt ihr gerne vorbeikommen, gibt es ein paar leckere Drinks und Snacks. Wir freuen uns auf euch. Kommt vorbei. Bis dahin, alles Gute, macht's gut. Ciao, ciao.